Hallo Freunde, heute sind wir im Wildgehege unterwegs und ja, Michi hat da schon was Schönes in der Hand. Und zwar hinter uns sind die Wildschweine. Tja, dieser Mais, wo wir da haben, tja, ratet mal, wo Selber der gewachsen geerntet. ist. Ja, genau, selber geerntet. Der stammt von dem Maiscontest. Und eben, wir haben da so viel Mais geerntet und ich habe auch noch so viel vom vorgehenden Jahr. Ich weiß nicht mehr wohin. Jetzt geben wir das eben hier den Wildschweinen und den Hirschen. Joach, vieles werden jetzt sagen, der schöne Mais, fast zu schade für die Wildschweine. Aber Irrtum, aber Irrtum. Das Gute, das Beste ist gerade gut genug für die lieben Tiere hier. Deswegen bleibt dran, guckt einfach zu. Dann, ja, werden wir mal schauen, ob die Wildschweinchen hinten dran Appetit haben. Ich glaube schon. Ja, denke ich auch, gell? Jetzt gucken wir mal. So, da haben wir hier den ersten. Na, was für ein schönes Wildschweinchen. Ja, Michi meint es natürlich gut und ja. Na, so wie es ausschaut, schmeckt es ihm. Tja, aus dem eigenen Garten. So frisch kannst du es nicht kriegen. Vorhin erst abgenommen und schon im Wildgehege. Tja, das ist ungarischer Riesenmais. Lassen dir schmecken. Es ist hier übrigens auch kein Problem, von zu Hause was mitzubringen und den Tieren zu geben, solange es ordentliches Futter ist. Also kein schimmliges Brot und so Zeug. Aber ehrlich gesagt, die Viechle, die wissen auch, was sie fressen können und was nicht. Was dürfen. Es ist nicht so, dass sie einfach auf alles beißen, was man ihnen reinwirft. So ist es noch lange nicht. Die haben auch ihren Geschmack. Und wenn sie riechen, dass es verfault ist oder schimmlig ist, dann gehen sie schon gar nicht mehr ran. Aber dennoch, nichts Verkehrtes den Viechern geben. Und jetzt bei solchen ungarischen Riesenmais sehe ich da eigentlich überhaupt kein Problem mit. Und wie es ausschaut, schmeckt es den Wildschweinen wirklich sehr. Stinke du da? Ja, stinkt, es wird ja bald wieder regnen und wird da gewaschen. Ja, so wie es ausschaut, will der auf jeden Fall Nachschlag. Den schmeckt es aus heimischem Garten wirklich sehr gut. Warum geiz nicht so rum? Gib ihm doch den Kolben. Gib ihm doch den Den Kolben. ganzen. Ja. Hey, wo ist er jetzt? Ah, da unten. Okay, schauen wir mal, wie schnell der weg ist. Also der eine Kolben, den hat er ja ratzfatz gefressen. Und den jetzt, also, ist echt heftig. Was der für Zähne hat. Ah, jetzt muss er in Sicherheit gebracht werden, weil da kommt schon der nächste Kamerade, der auch Hunger hat. Ja, jetzt haben wir einfach gedacht, wir gehen mal ein bisschen weiter. Sind wir hier beim Dammwild hinten dran. Das ist das Dammwild. Und eben, das sind kleine Hirsche. Braucht jetzt niemand denken, dass es irgendwie Rehe sind. Das sind kleine Hirsche, Dammwildhirsche. Und mal gucken. Also Mais sind so eigentlich ganz narret. Die Gruppe da hinten, na, die ist jetzt schon ganz neugierig, was Michi da in der Hand hat. Na, jetzt gucken wir mal. Meinst du, schmeckt den? Ja, eigentlich Oh, schon. denke auch. Gucken wir mal. Traut euch doch, nicht anschauen. Sieht, die fressen sogar von der Hand. Die sind also hier in unserem Wildgehege sehr, sehr zutraulich sogar und lieb. Na, aber eins sind sie. Neugierig und total verfressen, wie man sieht. Total verfressen. Ja, es ist eigentlich im Großen und Ganzen fast unnatürlich, was hier läuft, dass man Dammwildhirsche so füttern kann von Hand. In freier Natur sind die normalerweise extrem scheu. Einige Finger. Ja. Leute. Und. Ah, danke schön. Aber eben. Die Liebe geht halt durch den Magen hier. Und sie sind halt hier auf den Menschen wirklich gewohnt. Aber es ist oftmals hier bei den Wildgehegebesuchern das ganz große Highlight, die Dammwildhirsche. Das ist ein schöner und ein ganz lieber. Ja? Aber ein bisschen Semper ist er. Ne? Ja, der frisst nicht alles. Ich möchte das haben. Schmeckt ihn offenbar nicht. Ja, genau.
Was machen wir mit denen? Sollen wir den mitnehmen? Ah, jetzt ist richtig. Ah, jetzt geht's auf einmal. Ja, ja, wenn's nette Frauchen des Maiskolben festhält, sodass er ihn abnagen kann, dann stimmt die ganze Sache selbstverständlich. Ja, ja, dann stimmt natürlich alles. Ja, hey, Zähne hast du, oder? Und das kleine Dammwildle, das ist auch ziemlich mein Favorit. Der ist so lieb und lässt sich auch gut streicheln, der Kleine. Ja, sehen wir hier einen von den Dammwildhirschen, ist ganz allein. Aber Michi kümmert sich gleich um ihn. Warum ist denn der so allein? Hat er keinen Hunger? Oder was ist da los mit dem? Na, da würde ich mal sagen, Futtereinsatz für Michi. Ja, und was für ein großer Maiskolben, den kleinen lieben Hirsch ganz alleine. Pass nur auf, dass er sich nicht verschluckt daran. Das ist ja elend. Aber eins ist sicher, eine große Klappe haben sie. Keine Angst. Ein vom Vorteil ist halt einfach, der Hirsch ist alleine, aber wir beide sind auch mit dem Hirsch hier alleine. Entschuldigung, bei den letzten Aufnahmen, da waren ziemlich viel, ja, Kinderstimmen im Hintergrund mit drauf. Für die ist es halt ein Highlight, so ein kleines, ja, so ein kleiner Auflauf von den Hirschen. Für die ist es halt ein Highlight. Ich habe gedacht, jetzt kümmern wir uns um den kleinen Einzelgänger hier. Ja, warum der jetzt nicht mit in der anderen Gruppe ist, weiß ich zwar nicht, aber auf jeden Fall. Er soll ja auch nicht leben wie ein Hund. Er ist immer noch am Kauen. Na, da hat sich den Mund fast zu voll genommen. Aber es kriegt er runter, will du? Ja, ja. Natürlich. Iss was, damit du auch was wirst. Also jedes Jahr stellt sich die Frage, was machen wir nur mit dem ganzen Mais, wo wir da im Maiskontest eben ernten. Ja, eben. Unsere Hirsche, Wildschweine, die freuen sich zwar hier, aber dafür war es ja eigentlich nicht geplant. Aber nächstes Jahr werden wir an den Ort, wo wir den Mais gepflanzt haben, auch kein Mais mehr pflanzen, sondern auf jeden Fall Sonnenblumen. Ich glaube, ja, das ist sinnvoller, oder? Meinst du auch? Ja, machen wir Sonnenblumen dafür. Die kann man auch zur Not ans Wild verfüttern. Ja, dann gedacht, jetzt gehen wir mal weiter. Mais haben wir zwar hier, wir sind jetzt da bei den Rotwildhirschen hinter uns, aber irgendwie, die lassen sich so schlecht locken durch die Maiskolben. Das liegt daran, dass sehr viele Sonntagsausflügler hier sind und den losen Mais aus den Automaten den Hirschen eben anbieten. Das können sie leichter und ja, besser fressen. Und darum sind wir jetzt hier mit unseren Kolbenmais gar nicht so gern, ja, gar nicht so gern gesehen. Wieso, weshalb, warum, weiß ich nicht, aber naja. Der kommt schon. Vielleicht kommen sie noch. Ja, jetzt sind wir hier bei Harry Hirsch. Ja. Mal gucken, was er sagt. Ja, das schmeckt Harry. Tja, gut. Das mag Harry. Harry Hirsch. Schon lange nicht mehr gesehen, alter Kumpel. Auch zu groß. Wie geht's dir? Ha? Schönes Geweih hast du heute auf. Ein wunderschönes Geweih. Ja, ja. Eben der Rotwildhirsch wird auch der König des Waldes genannt. Aber auch zu Recht. Es ist eigentlich das größte wildlebende Tier bei uns zu Lande. Obwohl er bei uns im Südschwarzwald, Hotzenwald, eigentlich schon fast ausgestorben ist. Was schmeckt nicht? Aber irgendwie, den Mais mocht er nicht. Und jetzt hat er noch Angst vor meiner Kamera. Wieso, weshalb, warum, weiß ich auch nicht. Ja, jetzt sind wir hier oben auf dem Hochsitz angekommen. Und ja, Michi schmeißt schon mit Mais hier oben runter.
Die wissen schon gar nicht mehr, wohin sie laufen sollen. Hey, du! Kuckuck! Von hier oben ist einfach toll, dem beim Fressen zuzusehen oder, naja, ist der Geier. Aber irgendwie, der ist verwöhnt. Harry Hirsch ist heute verwöhnt. Ja, rennt den Maiskolben hinterher, wo Michi wirft. Aber im Endeffekt holt er ihn doch nicht. Genau vor der Schnauze lag doch einer. Und holt ihn nicht. Der ist ziemlich verwöhnt, Harry Hirsch. Wir haben nichts anderes dabei. Wir dürfen dir nichts anderes geben. Ja, Freunde, jetzt habt ihr mal gesehen, was wir machen mit unserem überflüssigen Mais. Naja, der Rucksack ist jetzt komplett leer. Ne? Da war Mais drin. Ja, da war mal Mais drin, aber richtig viel. Den haben wir jetzt alles verfüttert an unsere Wildschweine und auch an die Hirsche. Und wenn wir noch was haben daheim, werden wir das bald mal wieder machen. Ja. Zu Hause haben wir genug. Ja, wir haben noch genug, sagt Michi, wir haben noch genug. Also von denen aus werden wir jetzt, also im Laufe des Jahres, sicherlich noch mal kommen und unsere Tierchen ein bisschen verwöhnen. Ja, seid nicht traurig, jetzt wenn es die neuen Regelungen gibt wegen diesem Virus. Geht lieber raus in die Natur, im Wald zum Beispiel. Bewegt euch. Bewegt euch ein bisschen, das tut gut. Und draußen in der Natur hier ist das Ansteckungsrisiko gleich null. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es uns mit dem Daumen nach oben. Schreibt uns irgendwas Nettes in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald mal wieder. Ciao. Ciao.